Eine bestehende H5P-Datei über Lumi in Tasker einzubinden, ist relativ simpel. Wir nehmen hier eine bereits bestehende App, die wir vorher ausgiebig getestet haben, und speichern sie. Das geht über den Reuse-Button. Dann kann ich die Datei als H5P speichern. Diese Datei kann ich nun in Lumi aufrufen, indem ich ein vorhandenes H5P öffne. Nun bekomme ich die ganze H5P-Datei einmal angezeigt. Die Datei kann ich nun exportieren. Wichtig ist, dass ich hier eine HTML-Datei auswähle und diese dann speichere. Diese Datei kann ich nun in meinen Taskrabbit aufnehmen. Dafür muss ich einen neuen Antrag erstellen und kann die Datei dort entsprechend hochladen. Nun kann ich die H5P hier für meine Schüler zugänglich machen, indem ich drauf tippe, muss dann allerdings einmal bestätigen, dass diese Datei potenziell ein unsicherer Inhalt ist. Das liegt einfach daran, dass die Macher von Taskrabbit nicht jeden Inhalt kontrollieren und virenfrei halten können, aber da wir den Inhalt selbst erzeugt haben, ist das hier kein Problem. Und schon kann ich diese Übung eben losgelöst von Zoom oder anderen Plattformen meinen Schülern zugänglich machen in meinem Taskrabbit.